Willkommen zurück zu Let's Play King's Bounty Armored Princess. So, wir sind letztes Mal bei diesem Druidenkampf stehen geblieben. Und ich bin jetzt grob 3 oder 4 Runden weiter als am Ende vom letzten Part. Und es schaut nicht sonderlich gut aus, muss ich momentan sagen. Also wir werden den Kampf vermutlich knapp, würde ich behaupten, schaffen. Aber wir verlieren ziemlich viel. So, Rachengel kostet 20, fuck me. So, ich wollte die Ranke da heilen, kann die aber anscheinend nicht heilen. Wann kann die nicht heilen? Hä? Pflanze. Verfügen über keine Intellekt und kein tierisches Fleisch. Sie haben folgende Eigenschaften. Immun gegen Verstandszauber und bestimmte andere Zauber. Hm? Warum kann die denn die nicht heilen? Verstehen. Jetzt kann man Pflanzen nicht heilen. Scheint so, ja. Man kann Pflanzenkreaturen anscheinend nicht heilen. Habe ich auch nicht gewusst. Jetzt weiß ich es. Okay, dadurch ist jetzt da mein Plan an sich aber ziemlich für den Arsch. Dann geht man da auf den 12er Truppen da der Druiden da Hilflosigkeit. Und du greifst da, schaust du das da eliminierst. Es ist wirklich krass, muss ich sagen. Also, ich habe hinten einmal ein mystisches Ei platziert. Da habe ich so 150 von diesen Seelibellen da grob beschworen, da sind einige schon wieder verreckt mittlerweile. Sind nicht sonderlich stark, die Einheiten, was vom mystischen Ei beschworen werden. Oder es ist halt zufällig, ob bisher wie. Mir kommt vor allem ein Pech drauf, also ziemlich einen Krampf kriegt. Aber sie blocken halt doch einiges an Schaden und sind jetzt komplett nutzlos. Also von daher. Mit Massen von Beschwörungen kommt man dann doch irgendwie immer relativ gut aus. Und ja, beim Drachen, also bei Rauchi, möchte ich gerne schauen, falls man den Mana. Beschleuniger da irgendwie verbessern können, ohne dass er viel mehr Wut kostet, dann würde ich das auf jeden Fall gerne nachholen, würde ich sagen. Denn Mana haben oder so Mana regenerieren ist ziemlich cool, wenn man da ein paar Mal Racheengel benutzen können im Kampf. Ist doch ein ziemlich mächtiger Zauber, da habe ich mit den einen Beschwörungen da doch gute, keine Ahnung. Ja, ich töte da eventuell einen. Doch gute, was sie 10 von diesen Druiden da eliminiert, das war echt nicht ohne. So, dann beschwören wir da wieder nach. Ich hoffe, dass von meinen Riesendornen da irgendwie alle überleben. Denn die kann ich nicht mehr nachkaufen. Ich könnte theoretisch 4 haben mit meiner Anzahl von Führerschaft, was ich eigentlich habe. Kann ich noch einmal irgendwo jagen, ja. Also ich könnte theoretisch 4 maximal haben, aber nur 3, weil ich eben nur 3 anheuern habe können. Und hoffe aber eigentlich, dass ich jetzt da eben nicht mehr verliere, weil 3 finde ich nur nützlich. Die machen nur gut Schaden und beschwören auch eine ordentliche Anzahl von Einheiten. Jetzt zumindest am Anfang fürs Spiel nur. 2 sind dann eher schon wieder ein bisschen schwach oder nutzlos. Dann würde ich sie sogar eher wieder wegtun und durch andere Einheiten ersetzen. Am Moment dann bin ich eigentlich nur zufrieden. Jetzt ist gerade die Frage, ob die eben überleben. Weil wenn ich sie nicht heilen kann, die sind ziemlich am Ende. Kann ich nur hoffen, dass die nicht mehr allzu oft angegriffen werden. Meine Schlangen. Ja, schicke ich die mal hinten hin. Kann ich da irgendwas heilen? Ja, meine Schlangen, muss ich dir. Ja, heile sie ja mal zur Sicherheit nicht, dass man da so sehen nur einer verreckt. Da hätte ich vielleicht mit Rauch im Mana-Beschleuniger benutzen können, hätte die Schlange sogar da runter nur mit ihrem Stoß oder ihrem Stich da nur attackieren können. Wäre vielleicht sogar nur ganz klug gewesen. Und wäre vielleicht besser gewesen, als den Blitz da beschwören. Aber naja. Nachher ist man immer gescheiter. Boah, ich hoffe, dass der Kampf an sich viel Erfahrung bringt, aber viel kann ich dann in den Katakomben jetzt nicht mehr bekämpfen. Also ich muss jetzt eigentlich schon wieder die Kämpfe komplett meiden, wenn es irgendwie geht. Ja, scheiß auf die 5 Bogenschützen, die kann ich jetzt auch schon opfern. Sind ja leider Gottes die Schwächsten. Greife ich dann, was machen die Schaden? 36 grob. Ja, eigentlich müsste es schon schaffen, oder? Was nehme ich Schaden? Ah, gar nichts. Okay, die können anscheinend. Ah, die können nicht mehr kontern, weil ich schon angegriffen habe. Genau. Ah, da war das eh gescheit. Was sollte ich sagen? Eben, Kämpfe muss ich jetzt momentan ziemlich meiden. Ist ziemlich krass momentan der Anfang vom Spiel, muss ich sagen. Also. Nicht so einfach. Wenig Gold habe ich, wenig Einheiten habe ich. Aber es wird dann alles besser. Also wenn wir dann später im Spiel dann mehrere Einheitentypen zur Auswahl haben, da nachher die Einheiten dann auch benutzen kann, die was ich eben schon mit dem ich auskenne, was ich von den anderen Teilen her kenne, und wenn ich dann nachher so meine Armee zusammenbauen kann, mit denen normal immer gut fahre, dann läuft das andere, dann läuft das natürlich alles viel besser.
Momentan ist alles noch ziemlich knappe Geschichte und ziemlich schwierig am Anfang. Für das, dass ich eigentlich meiner Meinung nach normalen Schwierigkeitsgrad ausgewählt habe, ist der Anfang nicht ganz ohne, muss ich sagen. Was mir jetzt auch gesagt worden ist, die Haarfarbe, weil mir ja gewundert gehabt habe, warum die Haarfarbe beim Titelbildschirm schwarz ist, glaube ich. Oder blond und im Spiel, dann ist es aber schwarz und umgekehrt. Das liegt anscheinend an der Klasse. Je nachdem, was man spielt, ob Kämpfer, Magier oder Paladin, ist die Haarfarbe anders. Also wir haben jetzt da die blonde Amelie. Wenn man die Magierin hätten, kann dann hat sie rote Haare und als Kriegerin hätte sie schwarze Haare. Da ändert sie anscheinend ihre Haarfarbe, ist mir geschrieben worden. Okay, bringt gute Erfahrung, aber zumindest die Kämpfe ist also eigentlich nicht ganz ohne. Und Level Up für Rauchi, wunderbar. Kugelblitz. 10-17%. Und Schock 26%. Oder einen Schlag verbessern, ne? Ist jetzt die Frage. 50 Schaden mehr, ist 50 Schaden so viel? Also theoretisch 150 maximal. Ja. Also es ist 70 bis 150 mehr Schaden. Ja, okay, das ist schon viel. Ja, na, bauen wir das aus. So, und die gehen jetzt bitte nicht nach unten. Ich traue mir jetzt momentan nicht speichern. Weil momentan sind wir ziemlich eingekesselt. Ich glaube, ich kann gerade... Ja, schaut's gut aus. Ich kann, glaube ich, gerade nach hinten rennen da, oder? Und kann da Magiekristalle aufheben. Und da einen Schatz. Bitte irgendeinen geilen Gegenstand. Gold oder Gold? Gold ist auch nicht schlecht. Das muss ich in allen Kings Bounty-Teilen ein bisschen bemängeln, finde ich. Also das Graben nach Schätzen. Na, was mache ich denn? Das bringt so gut wie nie Gegenstände. Das bringt eigentlich immer nur Gold, was ich persönlich ein bisschen langweilig finde. Ich würde es cooler finden, wenn man öfters Schätze findet oder irgendwas Vernünftiges. Dass man immer leicht Gold findet, das finde ich persönlich bisschen langweilig, muss ich sagen. Oder dass man, sagen wir so, zu 99% Gold findet und das restliche Prozent, so 1% findet man mal einen Gegenstand oder irgendwas anderes Nützliches. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Oh, eine Machtrune, die hätte ich nur ganz gern. Ah! Okay, aber das kann ich theoretisch da wird trotzdem erspielen, weil man da jetzt danach rennt, der dumme Druide. Und jetzt speed ich da vorbei, hol mal die Machtrune, ja. Und hol mir da Spinneneier. Und ich muss aber, glaube ich, zwingend zu dem hin. Und ich vermute, dass in der Truhe der Stein der Hoffnung ist oder das Amulett. Das heißt, uns stehen eigentlich einige krasse Kämpfe bevor. Und für das muss ich jetzt aber überhaupt mal uns Einheiten besorgen gehen. Oh Gott. Was nehmen wir da? Das ist jetzt eine gute Frage. Schlangen mag ich auf jeden Fall haben und Inquisitoren auch. Die Bogenschützen überzeugen mich momentan nicht, die Seebären auch nicht. Und die königlichen Dornen finde ich aber eigentlich sehr nützlich. Also das mag ich eigentlich momentan schon behalten. Oder wir gehen zur anderen Insel und erkunden da noch ein bisschen und machen vielleicht einfachere Kämpfe. Was wie gegen die Druiden. Das wäre auch noch eine Option. Da vielleicht ein bisschen nur Schätze abernten und Gold und Items eventuell. Wenn wir die eine Waffe da eben hätten, 20.000 Gold mit plus 4 Angriff mehr und so weiter, dann würden wir ja schon viel besser ausschauen. Also das wäre an sich auch noch eine Option. Was tun? Das ist eine gute Frage. Also jetzt zuallererst gehen wir mal nach Debir zurück. Da zeige ich euch ja mal, wo ich momentan meine Einheiten nachkaufe, weil das habt ihr noch gar nicht gesehen. Bogenschützen, wo ich mir momentan nicht sicher bin, ob ich die jetzt mitnehme. Die bringen jetzt gegen die Wächter nämlich eigentlich auch gar nichts, also ich lasse jetzt die mal da stationiert. Bogenschützen kaufe ich danach. Schwertkämpfer wären an sich gut. Überzeugen mir jetzt auch nicht gewaltig. Da gibt es noch einen Stab des Wahnsinns zum Kaufen, falls das jemand nicht kennt, vom verrückten Set. Scheint aber eher was für so Kampfmagier zu sein. Also erhöht Angriff und Angriffs- und Schaden. Der Angriffszauber. Wir haben keine Angriffszauber, von daher eher nutzlos. So, Spinneneier verkaufe. Ja, waren so grob 200 Gold. Ist jetzt nicht komplett sinnlos, aber ja, ein bisschen was ist es. Schriftrollen verkaufen bringt an und für sich ja immer viel Gold. Man sieht, da habe ich die ganzen Schriftrollen verkauft, was ich bisher so gefunden habe. Ja, überleg gerade.
Priester könnte ich kaufen, dann kann ich heilen mehr. Dann könnte ich die Dornenkrieger in den Nahkampf bringen und die dann immer heilen und hochhalten. Die könnten dann quasi Schaden fressen. Wäre an sich eine. Klingt nach an sich nach einer brauchbaren Strategie, muss ich jetzt mal sagen. Also die Dornenkrieger hochheilen und die halt irgendwie am Leben halten und die für einen Nahkampf benutzen. Und da von hinten dafür mit Schlangen, Inquisitoren und vielleicht noch irgendwelchen Fernkämpfer da die Gegner dafür belagern. Die königlichen Dornen, die habe ich da immer geholt. Eben, die gibt es jetzt da leider nicht mehr zum Nachkaufen, aber die waren da drin. Da habe ich drei eben nachkaufen können. Und, was vielleicht auch noch interessant ist, was ich auch noch nicht gezeigt habe, die alte Bergruine, die habe ich ja offscreen freigekämpft gehabt. Und bei der kann man ebenfalls Sachen kaufen. Also da zum Beispiel 4 Angriffe von Untoten und Dämonen. Ein Dolch oder so Handschuhe. Das ist halt eher so billig Krampf, das kostet jetzt nichts. Und da könnte man eine kleine untote Armee zusammenstellen. Aber die Einheiten, also Skelett, Bogenschützen, Zombies, Geister und Gespenster, glaube ich, oder verfluchtes Gespenst und Gespenst, sind jetzt nicht traumhafte Super-Einheiten, von daher habe ich die jetzt nicht wirklich angeheuert. Ich finde, die braucht man jetzt nicht wirklich. So. Reden wir nochmal kurz da. Mich würde interessieren, dass ihr mir den Stein der Hoffnung gibt. Habt ihr das Amulett der Erleuchtung? Nein, ich suche noch danach. Genau, und wo findet ihr das Amulett der Erleuchtung? Ich suche nach dem Ritter Gilbert, nach den Diana-Steinen. Na. Irgendwie sagt sie uns das nicht mehr, aber ich glaube eben, das Amulett der Erleuchtung war in den Katakomben auf Bolo, oder? Wenn ich mich noch recht erinnere, war das so. Also wir müssen uns da unten auf jeden Fall durchkommen. Was? Da kann ich mal 3 Inquisitoren anheuern. Oh Gott. Ja, und Priester nehmen wir jetzt doch mit. Also wir machen es jetzt mit Priestern und Inquisitoren. Die Dornenkrieger als Nahkämpfer. Und dann tue ich die Seebären da jetzt gerade momentan nur als Ersatztruppen da dabei rein und hol mir da nur Schlangen. Was sind die teureren Schlangen? Die machen 3 bis 5, die machen 3 bis 6. Gift, immun gegen Gift. Also holen wir uns da noch die Schlangen. Uff. Und dann habe ich schon kein Gold mehr. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ihr habt jetzt schon kein Gold mehr, dammit. Also ich hab irgendwie abartige Goldprobleme in dem King's Bounty Teil momentan am Anfang. Also vermutlich wirklich, weil ich halt die Gegenstände gekauft habe, die Rüstung und den Helm, was halt nicht unbedingt notwendig gewesen wäre. Aber echt heftig, ich habe noch nie solche Goldprobleme gehabt. Das macht mir echt ein bisschen Sorgen, muss ich sagen, weil ich muss halt im Prinzip beim Kampf, ich darf nicht allzu viel verlieren, weil wenn ich zu viel verliere, ich meine, am Ende von einem Kampf kriegt man immer ein bisschen Gold als Belohnung, aber wenn ich zu viel verliere, dann kann ich keine Einheiten mehr nachkaufen und dann bin ich quasi Game Over irgendwann. Das wäre natürlich scheiße, das heißt, ich bräuchte einige leichte Kämpfe, wo ich ein bisschen Gold farmen kann quasi. Jetzt schauen wir mal, wie wird denn er da hinten eingestuft, da der Boss? Ja, sehr stark und Level 14. Also meiner Meinung nach bin ich da in dem Gebiet einfach nur falsch. Wir müssen da vorher nur trainieren. Wir können da momentan bei den Katakomben gar nichts machen. Wir sind hier falsch. Irgendwie die ganzen Missionen sind da sehr schwierig. Sehe irgendwo den Schwierigkeitsgrad, was ich genommen habe. Ja, Schwierigkeitsgrad normal. Also ich habe mich nicht verklickt und schwierig genommen. Aber ist echt krass. Also The Legend und Warriors of the North ist eigentlich wirklich ohne Probleme von der Hand gegangen. Der Teil ist bisher ziemlich kompliziert oder schwierig. Reisen wir mal nach Rostanker. Ha, nett. Magische Fesseln. Also auf Rostanker, da gibt es ja so einen rostigen Anker als Sehenswürdigkeit quasi. Finde ich an sich eine nette Idee. Okay, was haben wir da gerade gekriegt? Magische Fesseln, ah, das ist so ein Zauber. Das verhindert, dass eine Einheit ihre Fähigkeiten benutzen kann, oder? Genau, also ich glaube, dann können sie keine Spezialfähigkeiten einsetzen. So, dann gehen wir da mal an Land. Okay, da gibt es starke Kämpfe. Da ist der Rostanker, da gibt es auch stark. Okay, da gibt es ein paar normalere Kämpfe anscheinend und ein paar Schätze, was irgendwie normal aufheben und finden kann. Holen wir da mal gleich die Schriftrolle.
Präzision und magische Kristalle. Das braucht man alles nicht. Schaden von Fernkämpfern wäre das. Das ist aber Verzerrungsmagie. Vielleicht solltet ihr auch noch erlernen. Also da gibt es jetzt meiner Meinung nach ein paar Kämpfe, die was ich normal machen kann. Auch ein paar Schätze auf dem Meer. Da können wir jetzt also ein wenig abernten. Und ich würde mal sagen, ihr kennt da so ziemlich alle Einheiten. Ja, die Piraten kennt ihr nicht. Ich starte mal den Kampf noch an. Aber ansonsten war es dann wieder für diesen Part. Ich gehe aufs Screen jetzt ein paar Kämpfe machen, ein bisschen Gold farmen, uns da ein bisschen stärker machen. Wir sehen momentan nämlich mehr als scheiße aus. Es läuft momentan nicht sehr flüssig oder sehr gut, muss ich sagen. Es läuft erbärmlich momentan für meine Verhältnisse. Bin ich eigentlich wirklich nicht gewohnt von King's Bounty den normalen Schwierigkeitsgrad. Normal ist es echt nicht so heftig. Vielleicht hätte ich mehr Jagd benutzen sollen mit Rauchi und mehr Schatztruhen einfach in den Kämpfen aufheben. Wäre vielleicht klüger gewesen. So, na segnen wir unsere Schlangen. Die Piraten. Was können denn die? Die Piraten haben keine Talente. Haben aber Goldfinder. Möglich der Kreatur 10% mehr Gold zu finden, ja. Und die Plünderer, die haben als Fähigkeit den schnellen Schlag. Schlägt schnell über ein leeres Feld hinweg und fügt Schaden zu. Der Feind kann keinen Gegenangriff ausführen, also so ähnlich wie die Schlangen quasi. Durchsuchen, durchsucht getötete Kreaturen nach Gold. Vielleicht sollte ich die Plünderer mal kaufen, aber billige Kämpfe machen, mit denen nach Gold suchen und rennen. Ja, das wäre vielleicht auch noch gut. Die braucht momentan nämlich extrem viel Gold. So, da bin ich nur beim Überlegen. Ich glaube, ich setze nur die Rache-Engel-Fähigkeit ein. Na, meine ganzen Einheiten waren schon dran. Verdammt. Verdammt, Libellen, tötet's nix. Jawohl, beschworene Einheiten, ist mir komplett egal. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mach mal Rache-Engel auf. Die beschworenen Ranken, oder? Ja, warum auch nicht? So, ihr eliminiert's. Dester, oh Gott, und verfehlt. Ich tue, und verfehlt nur mal, genau. Genau. Alles klar. Okay, 3700 Gold, wenigstens etwas. Oh Gott. So, das ist ziemlich kacke momentan. Alles heilt erst einmal die Schlangen. Warum ist es denn so krass und warum muss ich so Becher mit verfehlen? Das tötet nur 6. Oh Gott. Ich krieg so dermaßen aufs Maul. Das ist einfach nur pervers. Na gut, aber in dem Kampf, da kann ich mir jetzt alleine nur zu Tode murksen. Irgendwie, boah, vorbei, ob ich den wirklich schafft. Das sind schon verdammt viele Einheiten, muss ich sagen. All das, aber wie es dann ausschaut im nächsten Part. Ob wir Level Up haben, ob ich nur lebe oder ob ich Game Over bin und quasi von Anfang an neu spielen muss, weil einfach alles jetzt da schief gelaufen ist und falsch läuft. Das sehen wir dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.